Naja, ich habe Martin Sellner aus den Medien als Radikaler, als Extremist gekannt. Und daraus wurde mein Interesse, die Wahrheit zu entdecken, immer größer. Ich habe ihn mehr verfolgt, medial verfolgt, und ich habe es gesehen: dieser Mensch, dieser Mann hat gar nichts Illegales gemacht. Er hat gar nichts Illegales gemacht. Jeder Patriot muss genauso denken. Ich glaube, wir brauchen mehr Martin Sellner. Wir brauchen mehr solche Menschen, die für die Identität. Was ist schlecht daran, bitte schön? Was ist kriminell? Was ist schlecht daran, dass du deine eigene Identität als Österreicher verteidigst, als Christ verteidigst? Und die Dinge beim Namen nennen, die Probleme des Landes genau besprechen und mit der Finger zeigen, wo es wehtut. Ich bin ein Opfer eines kommunistischen Regimes, einer Diktatur. Und ich habe geflüchtet. Ich habe mein Land verlassen mit erst 18 Jahren. Mit 18 Jahren, ich habe mein Leben mit meinem 18. Lebensjahr allein fremd in einem fremden Land, komplett fremden Land begonnen. Wegen der Freiheit. Allein wegen der Freiheit. Und ich kann nicht ertragen, wenn jemand für seine Aussagen verfolgt zu werden wie Martin Sellner. Also, immer wieder schreiben Mainstream-Medien korrupte Journalisten, hochkorrupte Banditenjournalisten, schreiben in alle Zeitungen, wie Rechtsradikale, wie Gefahr, die sehen lauter Rechtsradikale. Also ich bin 32 Jahre in Österreich, ich habe keine Rechtsradikale getroffen, nirgendwo zu finden. Ich habe sie auf die Suche, ich bin auf die Suche gegangen, ich finde sie nirgendwo. Also, ich habe es gelesen, die Identitären wären die Rechtsradikale. Na gut, dann bin ich überall über die Identitären gelaufen, um zu sehen, was gibt es dort so radikal und so rechts. Freunde, wenn diese Menschen, wenn Sie Martin Sellner als Rechtsradikal und auf gleiche Stufe mit Nazi stellen, dann tun Sie nichts anderes. Das ist eine Huldigung für Nazis. Wenn die Nazis so ausgesehen haben, wie sie darstellen, dann werfen sie die Nazis in einen positiven Rahmen. Ich habe ihn auf mehrere Demonstrationen persönlich gehört. Hey Freunde, so ein Nazi redet nicht. Ein Nazi agiert nicht in diesem Fall. So ein Fall. Ein Nazi wird nicht so verfolgt wie er und von Demokraten. Wenn die Demokratie, heutzutage Demokratie, was oder was ihr Demokratie nennen, sie versperren seine Konten in ganz Österreich. Sie nehmen sein Lebensrecht total. Hey, was seid ihr für Demokraten? Ihr seid korrupte Banditen. Ihr seid Menschen, die gehirngewaschen seid. Ich habe ihm gehört, was der Mann spricht. Der redet nur die Wahrheit. Aber Apostel Paulus hat an Timotheus geschrieben, dass am Ende der Tage die Menschen die Wahrheit nicht vertragen können. Habt ihr verstanden? Lest den Bibelvers, was ich euch untergebe. Die haben ein Problem mit der Wahrheit. Und wenn die Wahrheit nicht vertragen, dann versuchen diese Person zu dämonisieren, zu diskreditieren, damit er keinen Einfluss haben. Und da versucht an die Gefühle der Menschen zu manipulieren. Hey Freunde, ich würde ihn als Kanzler wählen, wenn die Gelegenheit gibt. So ein Mensch gibt es selten in Österreich wie er. Und ich mache einen Kund. Ich mache ein Geständnis hier. Ich bin zwar nicht Identitär,
Aber ich stehe zu meiner Identität, christlicher Identität. Und ich reiche meine Hand mit jeder Identitäre, der seine Heimat liebt. Ich habe nichts Radikales bei diesen Menschen gesehen. Ich habe nicht mal die Absicht, nicht mal ein böses Gedanken, eine zur Aggressivität oder einen Aufruf auf einen Aggressivitätsakt gehört. Die sind Menschen, die ihre Heimat liebt. Die sind die Letzten, die für ihre Werte kämpfen, wenn ihr wissen. Wahrscheinlich euren kranken Kopf hätte die Wiener, die vom Türken belagert werden. Die wären heute alle Identitäre, weil die für die Heimat gekämpft haben. Wir brauchen solche Menschen. Die sind die besten Menschen, die ich in Österreich gesehen habe. Die sind Menschen mit Feuer im Herzen. Die sind Menschen mit voller Liebe. Und ich werde mich niemals, ich, Daniel Dragomir, ich werde mich niemals von den Menschen distanzieren, die Österreich liebt.